habe hier eine Umsatztabelle und ich möchte mir meine Daten mit Hilfe des integrierten Formulars eingeben. Nun weiß ich hier bei Excel 2010 nicht, wie ich dieses Formular aufrufen kann. Deshalb bemühe ich mal hier die Excel-Hilfe, gebe hier Formular ein und frage danach, wo sich das Datenformular befindet, und dann bekomme ich hier zur Antwort, dass dieses Formular, diese Schaltfläche Formular, hier nicht mehr in das Menüband integriert wurde. Aber man kann sich das in Excel 2010 zum Verwenden hier in die Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Und wie das geht, das ist dann hier beschrieben. Da sollen wir in die Symbolleiste gehen, auf weitere Befehle. Hier klicken wir dann an alle Befehle und dann sollen wir uns die Schaltfläche hier raussuchen. Jetzt scrolle ich hier mal ein bisschen, stelle hier aber fest, dass die Schaltfläche Formular hier nirgends aufgeführt ist. Hier muss man also einfach sagen, die Excel-Hilfe, die ist hier schlichtweg falsch. Diese Schaltfläche Formular, die gibt es nicht, die ist hier nicht aufgeführt in der Liste. Jetzt habe ich dann noch ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass wir statt der Schaltfläche Formular dann doch lieber suchen sollten nach der Schaltfläche Maske. Und wenn ich das hier runterscrolle, dann finde ich das. Die Maske ist hier aufgeführt. Diese Schaltfläche kann ich dann hier hinzufügen. Bestätige das mit OK. Hab die dann in der Symbolleiste hier drin und kann mir das Formular hier aufrufen. Ich habe auch an die Excel-Hilfe ein Feedback gegeben, dass dann die Hilfe doch mal geändert werden sollte, damit man hier dieser Hilfe eben nicht auf den Leim geht. Und alternativ zu der Methode, sich die Schaltfläche hier oben in die Symbolleiste zu integrieren, können wir auch die Tastenkombination Alt plus N verwenden, dann kriegen wir hier die Meldung, dass die Menütastenkombination aus einer früheren Version von Office ist, aber die können wir hier fortsetzen. Und dann drücke ich jetzt nochmal M und dann habe ich hier auch das Formular oder, wie man ja jetzt besser sagen sollte, die Maske, die Datenmaske, mit der ich mir meine Daten eingeben kann. Ja, okay.